Für die günstigsten FIFA-Coins, checkt MMOXP ab, da findet ihr die günstigsten FIFA-Coins mit dem Code Jenk, 5% Rabatt, Links in der Beschreibung. Ibrahimovic Flashback SBB. Ja Leute, Ibrahimovic hat eine sehr, sehr geile Karriere bisher am Start. Ich würde sagen, ist immer noch ein Future-Star, der Mann. Bei AC Mailand gespielt, bei Paris, bei Barcelona und bei ganz vielen anderen geilen Clubs, auch wie LA Galaxy und sowas. Da dachte ich mir, bauen wir heute einfach mal ein geiles Flashback SBB. Ja Leute, und da habe ich mich nicht lumpen lassen. Ich habe mir einen extrem geilen Aufnahmepartner mitgenommen. Der war schon etwas länger nicht mehr am Start. Was geht, Onkel? Frederick! Yo Leute, was geht ab? Frederick auch mit am Start. Ja, wie gehört habt, ich war ein bisschen verschollen, aber ich bin am Start. Slatko Ibrahimovic. Oh, was ein Typ. Guckt euch mal bitte diese Stats an. Und guck mal, wie teuer diese Karte immer noch ist. Also bescheuert. Wir haben gerade einfach 4 Millionen Coins investiert in diesen Mann. Wir werden so viel Minus machen. Aber egal, das ist uns egal für diese geile Video-Idee, Leute. Lasst ein Like da. Jesse, was sagst du, wie viele Likes für Ibra? Ibra Kadabra. Kommt, Jungs. Ibrahimovic, welche Nummer hat er bei AC Mailand? 11. Hä? Nummer 11? Ach, er hat 39 oder so. Okay, komm. Egal. Er hat die Nummer 11. Deswegen machen wir 1111 Likes. Ja, Leute. 1111 Likes ist das Ziel. Und Teambau, ja. Wir müssen 3 Spieler mitnehmen von seinen vorherigen Vereinen. Das heißt einmal AC Milan, da spielt er jetzt gerade sogar noch. Paris Saint-Germain und Barcelona. Das heißt, wir können 2 Paris-Spieler mitnehmen, 1 Mailand-Spieler oder 3 Barca-Spieler oder von jedem Club ein. Aber wir dürfen nur 3 mitnehmen und wir dürfen auch nur 3 aufschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt schon 2 Mailand oder 2 Paris-Spieler aufgeschrieben habe, darf ich im weiteren Verlauf nur 1 aufschreiben. Das macht es ein bisschen spannend. Sonst kann ich die ganze Zeit Spieler von den Clubs aufschreiben und dann habe ich auf jeden Fall irgendwann einen. Und ich würde sagen, Jesse, Regeln sind klar, oder? Yes, für mich auf jeden Fall. Ich glaube, für euch auch. Ihr könnt zuhören, ihr seid in der Schule aktiv. Hoffe ich mal für euch. Nicht zu viel FIFA auf dem. Und dann würde ich sagen, willst du zuerst hochhalten? Soll ich zuerst hochhalten? Ja, ich halte zuerst hoch. Und Leute, vergesst nicht auch Jesse abzuchecken. Lasst bei unseren beiden Kanälen auch ein Abo da, ne? Ich weiß, ganz viele haben noch kein Abo da gelassen. Deswegen lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Und Link in der Beschreibung zu Jesses Kanal natürlich. So, jetzt genug geschnackt. Ich halte die Spieler rein. Alright, Leute, starten wir mit meinem rechten Flügel. Das macht eine Karte, die habe ich echt nicht auf dem Zettel gehabt. Lauriente hat eine Fantasy-Karte bekommen. 4-4, sieht stabil aus, ordentliches Netz auf jeden Fall. Und auf dem linken Flügel spielen wir die meistgeliebteste SBC, Di Maria World Cup. Wer ist diese Dings nochmal? Team of the Tournament, SBC, wie auch immer. Ja. Okay, hast du gut gemacht. Ich dachte, ich hab dich, als du SBC gesagt hast, weil ich habe Leao aufgeschrieben. Aber ich glaube, wenn einer von uns hier Leao, ich glaube, du hast ihn auch safe aufgeschrieben für mich. Bisschen zu auffällig. Und dann habe ich noch die Natale aufgeschrieben, Bro. Kann er rechter Flügel, die Hero-Karte? Weiß gar nicht, ich habe einfach beide aufgeschrieben. Das ist geil, Digga, einfach auf dem Glück. Ja, okay, Mannschaft in der Blind ist wohl auch ein Korn, ne? Guck mal, Leute, ne, das zur Regel. Ich habe jetzt Leao aufgeschrieben, das heißt, ich darf nur noch 2 Spieler von Paris, Barca und AC Mailand aufschreiben. So, bist du ready? Ja, mein Brett ist hoch. Okay, ich habe auch... Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass du die Natale aufgeschrieben hast, weil ich den auch mitgenommen habe. Beziehungsweise, weil ich ihn mitgenommen habe. Und rechts habe ich eine Karte, die ist nicht so... Also, die spielt man eigentlich im ZM. Das ist Gavi. Kann sein, dass drauf gekommen ist. Okay, der ist stark gemacht auf jeden Fall. Salah und Stoikov habe ich aufgeschrieben. Und ja. Darfst du mit beiden auf jeden Fall weiterspielen. Aber ist gut, ich habe noch 3 Versuche, das zu snipen. Du hast nur noch 2 Versuche. Ist nice. So Leute, es geht weiter ins Mittelfeld. Ich würde sagen, ich halte mein Brett wieder hoch. Ich bin gespannt, was du dir einfallen lassen hast. Okay. Ich habe 3 Spanier aufgeschrieben. Ah, du Hund. Okay, dann fange ich jetzt mal mit den anderen Karten an. So, zum einen habe ich einen Franzosen, Kamavinga. Dann habe ich einen Dayano. Das ist Fagioli. Die hast du dann schon mal nicht. Und jetzt der Spanier und ich glaube, jetzt hast du ihn. Hast du einen Barca-Spieler aufgeschrieben? Natürlich. Hast du einen 35-Plus-Spieler aufgeschrieben? Ja, wenn du Busquets genommen hast, hast du mich hochgenommen, Bruder. Ich habe Busquets. Okay, dann hast du mich echt hochgenommen. Ich habe Fabian, Petro und Vasquez aufgeschrieben. Was redest du? Doch. Somit habe ich meinen Schuss auch verballert schon mit den einen. Wer ist mit Busquets? Ja, der hat gute Karte. Welche Karte? Hast alle Sets über 80. Welche? World Cup. Road to World Cup. Ja, noch nie gehört was von der Karte. Oh, okay, alright, nice. Geil. Oh, ich dachte so safe, du hast Busquets als du Spanier gesagt hast. Aber damit habe ich meinen zweiten schon mal gesaved. Und ich halt rein. Yeah, kommen wir zu mir auf jeden Fall. Was spielen wir in ZM, wenn das Ding mal ein bisschen schneller laden würde? Okay, nice. Wir spielen auf jeden Fall Fofana, Tolisso und wir spielen eine AC Mailand-Karte Benanker. Okay.
Ich habe auf jeden Fall 3 aus der Serie A aufgeschrieben. Kann ich dir schon mal spoilern. Okay. Einmal Pogboom, Bagioli und da habe ich meinen Schuss wieder verballert und diesmal richtig. Benacer oder Benacer, wie er auch ausgesprochen wird. Keine Ahnung, aber da kam Bronzekeeper hin bei dir. Das ist wieder sehr, sehr traurig. Ja. Mal hochgenommen auf doppelter Ebene. Einmal mit Busquets, einmal mit Benacer. Außenverteidiger und Jesse hat richtig erkannt. Ich brauche eine dritte Liga. Hältst du schon rein? Yes, ich halte jetzt hoch. Ich muss dich aber enttäuschen, Bro. Ich habe meinen dritten Pick erstmal mitgenommen und das ist Theo Hernandez. Diese World Cup Tournament, Team of the Tournament Karte. Und rechts bin ich mit dem Spanier gegangen. Das ist dann keiner von Barca, sondern von Real. Den darf ich noch mitnehmen, Lucas Vázquez. Okay, cool gemacht. Ich habe Mendes und Dalot aufgeschrieben. Aber, was mir jetzt gerade auffällt, du hast 2 Karten jetzt mitgenommen, ne? Nein, 3. Wie 3? Wen hast du denn schon alles gehabt? Gavi, Busquets und Theo. Ah, stimmt. Das heißt, du bist schon durch. Kelle. Ich bin durch. Ich bin durch. Und du noch nicht. Und ich habe dir auch 2 Sachen auf. Ich noch nicht? Nee. Wenn dann Kerr wäre mein erster Spieler. Ich brauche noch 2. Ja. Aber okay, komm, starten wir mit meinem Linksverteidiger. Und das macht heute, wenn er darf, Tagliafico. Food Fantasy. Und Rechtsverteidiger-Position macht auch ein Kollege, wenn er darf. Da heißt Fabio, aber der ist 1000% nicht. Boah, okay, du bist auf jeden Fall durch mit deinen Spielern, egal wen du jetzt noch mitnimmst, weil ich habe den dritten Pool von mir verwendet und habe Theo aufgeschrieben auf komplett risky. Und rechts habe ich Klaus. Ja. Das also ist, wir sind beide durch, theoretisch. Das ist sehr, sehr big. Finale, Leute. Und ja, bei mir ist ein bisschen F, ne? Also erstens, ich bin schon durch, das ist gut für mich. Aber zweitens, theoretisch, wenn du jetzt irgendwelche Paris-Spieler mitgenommen hast oder Barca-Spieler, ist es halt ja, Elmo für mich. Ich habe trotzdem 3 aufgeschrieben. Vielleicht habe ich ja einen davon. Yeah, starten wir auf ganz entspannt. Ich mach's kurz und schmerzlos. Es spielen heute Kalulu, Sergio Ramos und im Tor spielt Lafont. Also 2 von 3 sind schon safe. In ich wusste, dass du Kalulu mitnimmst. Ne, aber ich darf ihn ja nicht aufschreiben. Ja, ich weiß. PSG durftest du auch nicht aufschreiben. Also den einzigen Spieler, den du theoretisch aufschreiben hättest können, wäre Lafont gewesen. Aber ich glaube auch keine Chance. Echt? Ich habe Thiago Silva, Bremer und Lafont. Ja, das ist richtig Quatsch, Digga. Weil eigentlich wollte ich da Mike Nunn spielen. Ja. Aber jemand meinte ja, nur drei Spieler insgesamt. Ja, natürlich, so. Natürlich. Ja, raus mit ihm. Bronze Keeper wenigstens, aber. Ja, bringt ja auch nicht viel. Keeper, Stürmer ist scheißegal. Bronze ist Bronze. Ja, Bro, 2 Bronze-Spieler bei dir und du hältst rein, ne? Ja, ich halte hoch. Also wir wissen ja, ich brauche keinen Spieler mehr von Paris oder so. Aber ich brauche eine neue Liga, das weißt du auch. Und da ist schon richtig erfasst. Ich kann auch noch eine Icon und ein Icon mitnehmen. Mhm. Und ich bin aber mit Mondi, Koulibaly, Totti ehrenvolle Erwähnung und Thiago Silva in Form gegangen. Okay, hast mich hochgenommen. Ich habe ganz PSG aufgeschrieben, Kimpembe, Ramos und Donnarumma. Rudi, wieso schreibst du PSG auf? Ich musste doch gar keinen mehr davon mitnehmen. Bisschen doof denn nicht mal. Ja, ach so. Du hast dich selber hochgenommen. Ja, ich hätte keinen Bock nachzudenken. Passt schon. Der nimmt sich selber hoch. Ja. Ich hab doch schon 3 Spieler. Teams stehen. Du hast 2 Bronzespieler. Ich darf volles Team spielen und das Team sieht sehr, sehr geil aus. Willst du noch irgendwas sagen zu deinen Bronzespielern da? Ja, warte. Ich muss ganz kurz den Kollegen Sen mit reinpacken. Dein Landsmann. Und dann... können wir auf jeden Fall hier starten. Geil, okay. Teams stehen, ihr seht sie beide im Hintergrund. Wir gehen rein ins Spiel. Let's go. Boah, dein türkischer Keeper sieht auf jeden Fall stark aus. Busquets, ganz einfach. Guck mal hier, Ibra. Wie gut. Boah, das ist so lasch, Bruder. Ja, guck, wie der Ball reinfliegt und so. Gut. Oh, yes. Fofana! Golasso! Was? Du weißt selber, das war Quatsch. Egal. Du weißt selber, das war Quatsch. Ey, Lücke gesehen und geschossen, Bruder. Reicht. Ja, ich sehe auch Lücke. Ich sehe auch Lücke. Ey!
Was? Genau so, genau so. Das ist einfach Bestrafung, dass du einfach mit Glitch spielst, Bruder. Ja, Ibra. Ibra. Ibra! Oh mein Gott! Oh, was machst du denn da? Guck mal, Busquets, wie gut der ist. Guck mal, Busquets, wie gut der ist. Ja. Oh mein Gott! Opa. Oh, Sam! Gefällt mir. Kann ich beleben. Ja, das gefällt mich, das Fofana. Oh! Wieder Fofana! Und der Mann wird zu Man of the Match. Der komischer Spieler, sage ich ehrlich. Sehr, sehr komischer Spieler. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Hör einfach auf, Bro. Ey, jetzt hatte ich Petition. Weil das ist Quatsch. Mit sauer sein und so. Ja, das macht keinen Sinn, Bruder. Was ist das, Digga? Hey! Junge, mach doch Tor. Mach doch Tor, du P***, Digga. Oh, die Natale läuft. Die Natale läuft. Super. Lupfer? Oh. Ja, der geht rein. Natürlich, alles funktioniert. Lupfer, Keeper hält, Ball frei direkt zum Spieler. Mach weiter so, mach weiter so. Ibra. K. Dobra, Junge. Winkel ist ehrlich doll, Bruder. Ibra. K. Bra. Deswegen auch mal. Ja, auch mal Ibra in Action setzen. Okay, das klappt jetzt. Wieder zurück. Schauen wir mal. Ja, du wolltest ihn manuell abseits stellen. Und er schafft es nicht! So, Ibra. Digga. Einfach Keeper. Ja, macht er gut. Ich schwöre, haben die gerade einfach eine Abseitsfalle gemacht? Ich schwöre, ich habe keine Abseitsfalle gemacht. Fofana macht einfach 3 Tore hier in diesem Spiel. Weil ich habe einen Stürmer. Der Stürmer macht genau gar nichts, obwohl er wirklich einmal eine einzige Einzelsituation hatte. Und Fofana aus dem Mittelfeld gibt einfach 3 Tore, also geisteskrank. Lass mal diese. Er wollte wieder. Hey. Ramos, immer so geil. Okay. Ich wollte jetzt auch nicht so asozial sein und wieder einen Cheatball machen. So mit Lügen, mit Lügen. Ich schwöre! Er hätte einfach raufschießen können. Mit egal, Lügen. Ein Discard. Ja, ja, red mal nicht groß. Ich discard jetzt Ibra, 3,7 Millionen. Niemals, Junge, niemals. Jesse, bist du ready? Zum Discarden. Ein Discard nur, ne? Aber der kann hart werden. Okay, ist ready. Ich bin ready. Ich bin mir unsicher, Bro. Ich nehme auf jeden Fall jemanden aus dem zentralen Mittelfeld. RZM, LZM oder ZM. Und ich sag ehrlich, ich bin immer diese Taktik in den letzten SPBs gefahren, dass ich den LZM genommen hab. Ich nehme heute mal den RZM. Ja, es ist immer so. Immer werde ich Immer werde ich Angel Di Maria. Oh! Immer. Nein, was redest du? Doch. Aber ich sag mal so, besser als Ramos, besser als die Ibrahimovic. Aber es ist immer ärgerlich. Wo standen die? Was? Die standen auf der Außenverteidigerposition. Na okay, da hätte ich eh nicht, drauf. Also die Sache wäre schon LZM? LZM war Tagliafico. Also wäre sogar noch okay gewesen. Sag ehrlich, aber so, ich finde an sich, so, ist cool, ich bin gut weggekommen, aber die mal so SBC-Karten zu verlieren, war ein bisschen traurig. Ich sag ehrlich, die Maria ist schon Big Rip. Egal, hau ihn in den SBC und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Friends, ihr seht, das Team ist ready. Die Maria geht auf jeden Fall flöten. Ich bin traurig, ich bin sehr, sehr traurig. Aber ja. Ist so krass, ne, Bro? Immer wenn ich mit anderen aufnehme, ich habe 3 Picks oder so, ich treffe Bronze und sowas. Bei dir, ich habe 1 Pick, ich treffe die Maria. Okay, hau ich mal weg. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann vom Video. War wieder ein sehr, sehr geiles Video. Ich fand, das war auch sehr geil, mal mit Ibra zu talken. Echt krasse Karte. Lohnt sich vielleicht nicht für den Preis, aber ist auf jeden Fall eine geile Karte. Und ja, ich würde sagen, Jesse hat das letzte Wort. Vergesst nicht auf jeden Fall zu liken. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 46.000. Und Jesse, du hast das letzte Wort. Haut rein. Yo Leute, hat auf jeden Fall Bock gemacht, bleibt gesund, spielt nicht zu viel FIFA, wir sind raus, peace.